Leute, wisst ihr, was traurig ist? Auf Lone Wolf gibt es so viele Mages, die in Sockets Flyhack boosten, dass die legitimen Spieler angefangen haben, in ihr Announcement reinzupacken, no Flyhack. Überlegt euch das mal, es gibt so viele Flyhack-Booster, dass no Flyhack jetzt ein Verkaufsargument ist, dass du einen legitimen Run holst von einem Non-Flyhack-Charakter. Das ist absolut wild hier, holy moly. Übrigens, der Lone Wolf-Chat ist absolut voll mit Boosting, oder? Fällt mir gerade so auf. Leute, Lone Wolf ist verseucht.